Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rust. Wir haben heute vor, ein bisschen unseren Bungalow hier aufzubauen. Denn da muss jetzt da, wo ihr jetzt seht, kommt auf jeden Fall hier noch ein kompletter Außenbereich hin. Die Fenster machen dann weniger Sinn, die sollen da aber auch gar nicht mehr sein. Das werden wir auch umändern. Und dazu brauchen wir aber enorm viele Rohstoffe und auf der Tour bin ich jetzt gerade. Vielleicht, wenn wir Glück haben, treffen wir ja noch ein Tier und da werden wir dann auch nochmal gleich reinhauen. Aber jetzt erstmal primär Holz und vor allen Dingen aber auch ganz wichtig Stein, denn die Außenwand möchte ich gleich aus Stein bauen bzw. gleich zu Stein upgraden und ihr habt ja gerade gesehen, was diese Upgrade-Tour hier gekostet hat. Die war nicht billig, die war gar nicht billig. Und deswegen, ich hole jetzt ein bisschen Holz, einfach damit wir schon was haben. In der Zwischenzeit machen wir ja natürlich nur Sinnvolles, nämlich unser Ofen. Boller die ganze Zeit hier Metallfragmente durch. Da haben wir ja auch gefühlt Milliarden davon. Und die müssen wir auch ganz, ganz dringend mal verwerten. Denn wir brauchen auch zum Beispiel sowas wie einen Wasserauffangbehälter oder sowas. Ich bin mir auch gerade im Überlegen, ob wir an unsere Bude eine Art Innenbereich aufbauen, der offen ist. Wo man eben solche Sachen wie eben jetzt so ein Wasserkanisterbehältnis, also so ein Wasserauffangteil hinstellt und sowas, dass wir das alles inbound haben, also in der Bude sozusagen drinnen, damit wir uns da bedienen können. Wie weit ist er weg? Bitte lass direkt über mir was fallen. Ich sehe nicht. Ich höre ihn da. Da ist... Ja, da hinten, direkt über dem Berg. Das kannst du vergessen. Bis wir da sind, nee. Sehe ich nicht ein. Das ist den Aufwand jetzt gerade gar nicht wert. So, okay, weiter geht's. Schade drum. Das wäre ein schöner Airdrop gewesen. Aber das kannst du vergessen. Da oben, bis wir am Berg sind. Erstens, entweder frieren wir auf dem Weg dorthin oder, es sind andere Spieler deutlich früher da, weil das kommt, so wie ich sehe, hinterm Berg an. Und da oben, ist es ein bisschen frischer als hier. Wir frieren hier zumindest nicht, aber das heißt ja nicht, dass es nicht besser ist. Also wie gesagt, deswegen ein bisschen. So, den Außenbereich, den wir hier bauen, der kommt einmal um die Bude rum als Verteidigungsring. Ja, dafür brauchen wir auch enorm viel Holz. Aber der Vorteil an der ganzen Geschichte ist, da können wir vielleicht so einen Außenbereich noch gleich mit anbauen. Weiß ich noch nicht, wie man das am blödsten löst. Aber so in die Richtung könnt ihr euch das vorstellen. Da kommt vielleicht dann noch so ein kleiner Anbau mit dran. Der wird natürlich auch auf Foundations stehen. Das heißt, an sich wird das Teil schon ein bisschen bulliger, massiger werden. Die ganze Base. Hier kommen wir auch nicht weiter. Ich guck gerade mal, dass wir hier vielleicht noch ein bisschen Holz abfarmen. Und dann Richtung Wüste weiter wandern. Denn da ist ja normalerweise auch immer ganz gut was zu finden. Die Axt macht auch gleich die Grätsche. So, gucken wir mal. Komm. Überleb noch den Baum. So. Ja, jetzt ist sie hinüber. Na gut, die letzten paar Stückchen hat es nicht mehr gereicht, aber es macht ja gar nichts. So, wir wandern jetzt, wie gesagt, in diese Eiswüste, in die Steppe raus. Da wächst tatsächlich auch ein bisschen was, aber nicht wirklich die Welt. Vielleicht war es ein bisschen zu essen, was man sich so zwischendurch mal reinstopfen kann, wenn man denn Bock drauf hat. Oder Hunger, je nachdem. So, gucken wir mal. Nope. Okay, geht nicht. So, also, Material bzw. Mineral gibt es hier draußen wie Sand am Meer. Man muss es bloß finden. Da hinten zum Beispiel gleich zwei nebeneinander. Das ist ein guter Ansatz, wo wir mal hingehen könnten. Mich würde es auch gar nicht wundern, wenn hier in dieser Steppe irgendeiner sich aufbaut. Das ist zwar holzarm, weil man nur diese paar ausgetrockneten Bäumchen hier findet. Auf der anderen Seite ist da allerdings auch nicht viel Durchgangsverkehr, einfach weil es hier so karg ist. So, wir nehmen hier, wie gesagt, mit, was wir kriegen können. Vor allen Dingen Steine sind halt jetzt gerade ganz hoch im Kurs.
weil wir die halt für die Wand brauchen, beziehungsweise für den kompletten Außenbereich um unsere Base rum. Da kommt auch nochmal eine neue Tür hin, damit man allein schon durch die Haupttüre nicht mehr anständig rein kann, damit wir einfach mehr Sicherheit in der Bude bekommen. Denn so eine Sicherheit ist ganz schön wichtig, glaube ich. So. Wir hacken hier wie die Weltmeister weiter. Wir hoffen, dass wir halt auch, wie gesagt, 62 Steine jeweils. Boah, krass. Ja, so will ich das. So kommt das gut, ey. Immer schön. Und es geht weiter, Freunde. Es geht weiter. So, das gibt jetzt nochmal richtig den letzten Kick für unsere Außenmauern. Gucken wir mal, wie viel haben wir da jetzt? 1000 schon, da haben wir ordentlich was. Also, ihr seht schon, so ein bisschen Farmen muss schon sein, aber es ist gar nicht mal so viel, ja. Also, da habe ich Rust irgendwie anders in Erinnerung gehabt. Kann auch sein, dass ich das jetzt in meiner Erinnerung verklärt habe. Aber, ich hatte Rust da deutlich anders in Erinnerung, dass da hier mehr, Ressourcen benötigt werden würden, ja, um solche Großprojekte auch zu realisieren. Aber es geht eigentlich. Ich meinte, wir haben da früher mehr gefarmt, aber mein Gott, wer will sich beschweren, ne? Ich habe da gerade was gehört. Bleiben wir ein bisschen mit Blick hier hoch. Schwefelerz ist auch immer gut, ist immer super. Brauchen wir zur Patronenherstellung, kriegen wir auch noch hin. So. Mal. Da geht's weiter. Hier auch nochmal die letzten Restchen. Da können wir nochmal die Teile hier mitnehmen. Und ihr seht schon hier, also was wir hier von diesen Flözen finden, das ist ja wirklich, es ist zwar nicht nah beieinander, weil die Steppe halt doch recht weitläufig ist. Aber man findet recht viel. Anders als jetzt mit Tieren. Ja? Da hat man eher Probleme. Wobei, wenn wir jetzt bei der Loot-Tour nochmal Tiere finden würden, wäre das natürlich phänomenal, ne? Ja, ich bin auch gespannt. Ich habe ja den Server verraten, auf dem ich spiele. Bin mal gespannt, ob da welche kommen und wenn ja, ob sie mich denn überhaupt finden. Die Maps sind ja riesig mittlerweile und werden auch immer weiter dynamisch quasi erweitert und erstellt. Und da bin ich ehrlich gesagt auch mal mega gespannt drauf, ob mich denn da überhaupt jemand finden kann. Kannst du? Nein, kannst du nicht. Da hinten haben wir auch nochmal was. Wir müssen uns bloß anschauen, dass wir unsere eigentliche Bergkette nicht mehr aus den Augen verlieren. Weil wenn wir da nicht mehr hin zurückfinden, das wäre extrem peinlich. Aber der Wald da hinten schaut auch vielversprechend aus für Tiere. Und wenn wir wüssten, wo wir einen gezielt oder einen sicheren Startplatz für den Tierspawn finden würden, außer dieses eine Schwein und das eine Reh, was wir da mal bekommen hatten, oder den Hirsch, wenn wir da wirklich mal was finden würden, wo wir regelmäßig Tiere rausbekommen, dann wäre das natürlich auch phänomenal. Auch wenn es ein bisschen weiter weg ist, mir geht es nur darum zu wissen, wo. Mir geht es nur darum zu wissen, wo. Und der Wald da hinten schaut eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Wie gesagt, immer im Blick behalten, dass wir hier hinten an den Bergrücken wieder hin müssen. Oder an den? Oder an den? Nein, wir müssen schon an den. So, gucken wir mal weiter. Weil das schaut aus, als würde es eventuell... Oh, Pilze. Den nehmen wir gleich mit. Wildpilz. Wunderbar. Gucken wir mal, wie viel haben wir denn da schon? Auch wieder relativ viel. Ja, wir müssen auch irgendwann wieder zurück. Aber vorher wollte ich mal kurz in den Wald reingucken. Jetzt sehen wir ja schon ein Tier. Nein, ich sehe gerade noch keinen. Ich glaube, beim nächsten Looten müssen wir uns mal komplett leer machen. Wenn wir nur rausgehen zum Metallfarmen, dass wir wirklich nur mit der Spitzhacke losziehen. Und vielleicht mit einem Bogen und einem Stack Pfeile. Damit halt da nicht viel passiert. Falls wir mal den Löffel abgeben sollten, was ja auch durchaus möglich ist bei solchen Loot-Touren. Weil wer weiß, wenn man da einen Wolf oder sowas findet, das ist auch ein bisschen gefährlich.
Aber ich sehe schon, da hinten ist glaube ich, eine Hanffaser. Ein bisschen aufpassen. Schaut aus wie ein gemäßigter Wald. Der Boden wird zumindest auch wieder ein bisschen saftiger. Da kann natürlich dann auch Tier mehr Spawn kriegen können. Weiß ich noch nicht. Sehen wir gleich. Wenn wir denn dort sind. Ich hoffe es. Gucken wir mal. Oh, zweimal gleich. Da laufe ich jetzt direkt hin. Oh, wir haben uns schon ganz, ganz, ganz heftig von unserer Base entfernt. Ne, da sind leider keine... Doch, eine. Eine ist dabei. Doch, richtig gesehen. So. Hier scheint auch niemand zu sein sonst. Doch, da hinten ist noch einer. So, hier auch kein Maiskolben. Scheinbar funktionieren die gerade momentan nicht. Ah, oh, wunderschön. So, hier aber nicht mehr, oder? Nein. Auch der Sound hört sich gleich ganz freundlich an. Mensch, hier hätte man bauen sollen. Da hätte man nicht so viele Nachbarn gehabt. Ja, und zum Glück sind unsere Nachbarn ja cool. Das ist ja schon wirklich ein mördermäßiger Vorteil im Verhältnis zu allen anderen Nachbarn, die da hätten sein können. Die uns hier vielleicht dann sofort ans Leder gewollt hätten, weil wir halt ein paar Rohstoffe gefarmt haben. So, gucken wir mal. Hier geht es dann eher runter. Können wir aber auch trotzdem mal gucken. Vielleicht, wie gesagt, Fasern, ganz wichtig, hoch im Kurs. Oder auch irgendwas anderes. Aber wenn wir hier gebaut hätten, ja, hätte uns wahrscheinlich niemals jemand gefunden. Aber holztechnisch ist halt auch nicht viel, ne? Okay, war ein Versuch wert. Wir laufen jetzt mal wieder Richtung unserer Homebase zurück. Hinten haben wir noch ein bisschen was vielleicht gut kommen würde. Zweimal Mais pflanzen. Schwierig. Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir jetzt mal was raus. Ja, wunderbar, zwei Mais. Alles klar, funktionieren also doch noch. Ja, da sind auch wir hier dran. Okay. Sieht man also auch direkt. Gut, dann tausche ich jetzt mal hier ein bisschen was aus. Die haben aber nicht mehr so ganz so viel Essenswert. Aber ein bisschen hilft schon. Hier haben wir noch ein paar Körner, die wir auch vielleicht essen wollen könnten. Gut, ein paar Pilzchen. Dann sind wir nämlich auch wenigstens voll, was ja schon mal für uns jetzt gerade ganz gut ist. Und Holz kriegen wir natürlich an unserem Heimatwald. Da brauchen wir jetzt nicht so viel. Aber hier hat schon mal jemand angefangen zu graben. Und hat dann aus irgendeinem Grunde aufgehört. Macht mich persönlich ja immer ein bisschen nervös, aber das kennt ihr ja. Ich bin da immer ein bisschen nervös. So, weiter geht's. Bogen in die Hand nehmen ist immer eine gute Idee. Für den Fall, dass es mal schnell gehen muss. Wir könnten auch mal kurz den Speer in die Hand packen. Dass, wenn es mal wirklich richtig schnell gehen muss, dass wir dann umswitchen können von Fern- auf Nahkampf. Bietet sich ja dann auch tatsächlich an. Wie steht die Sonne? Relativ weit oben, ich denke mal so 1 bis 2 Uhr wird es jetzt gerade sein. Und das bedeutet, wir haben noch ein bisschen Zeit, um zurückzuwandern. Und da können wir auch dann noch ein bisschen was tatsächlich mitnehmen. Wie zum Beispiel das hier. Der war scheiße gruselig, ja. Und jetzt hauen wir uns auch gleich rein. Geiles Teil. Gefällt mir gut. So, wir ernten noch schnell den Baum hier weg. Ist auch eine Form von Ernten, möchte ich mal behaupten. Und haben dann auch schon ordentlich was erreicht, hoffe ich. Zumindest können wir jetzt mal dann so einen langsamen, vorsichtigen Start machen, wo wir anfangen, unseren Außenbereich zu designen. Den können wir ja erstmal mit groben Platten vordesignen. Wir machen auch mal eine kleine Idee, wie wir es haben wollen mit dem Außenbereich. Da muss ich gucken, da weiß ich tatsächlich gar nicht, wie ich das machen möchte. Ich weiß nur, dass ich irgendeine Idee habe, aber nicht genau, wie die umzusetzen ist. Und da ist natürlich dann auch schon, da muss man schon mal ein bisschen gucken.
dass wir das vielleicht vorher erstmal so ein bisschen grundsätzlich machen. Dazu sollten wir allerdings, um das nicht zu versauen, das gleich dann aufrüsten auch, damit wir es auch wieder zerstören können, falls da mal irgendwas in die falsche Richtung guckt. Einfach damit der Außenbereich vom Haus dann auch entsprechend hübsch ist. Das heißt, wir werden da auch eher langsam bauen, aber stetig. Und ich werde dann auch wieder zwischenzeitlich Folgen reinhauen, die eben euch dann beispielsweise auch das Looten ersparen, wenn ich gerade jetzt tonnenweise Holz beispielsweise brauche. Aber dann haben wir nämlich einen kleinen Innenhof an unserem Haus dran, auf den wir natürlich nichts drauf bauen werden, aber wo wir dann hoffentlich mit gewisser Höhe in der Lage sind, Wasser oder Flüssigkeiten in allen Formen und Farben zu ernten. Gucken wir mal, wir sind auch schon ziemlich voll, sehe ich gerade. Also viel können wir jetzt nicht mehr mitnehmen. Ansonsten kriegen wir nämlich ein Problem. Wir nehmen jetzt, schauen, dass wir die zwei Steine noch einpacken und dann ab nach Hause. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen kleinen, kleinen Vorrat geschaffen. Da ist es, da seht ihr dieses Haus, wo wir immer nicht hinkommen. Das heißt, die grobe Richtung stimmt schon mal hier. Gucken wir mal, so ein Stein ist halt natürlich auch ultra ergiebig. Es kann durchaus sein, dass wir jetzt bald relativ schnell voll sind. Weil ihr seht, auch Steine kriegt man da halt auch ordentlich raus. Gucken wir mal. Diese Kürbiskerne werde ich natürlich, oder diese Maiskerne oder was das da darstellen soll, die werde ich natürlich ums Haus rumpflanzen. Vielleicht auch später mal in unserem Außenbereich. Der soll auch gar nicht mal so klein werden, der Außenbereich, ja. Also, okay, das war's. Metallerz haben wir hier. Okay, dann würde ich sagen, auf geht's nach Hause. Wie gesagt, das habe ich auf jeden Fall vor, dass wir das so designen, dass unser Außenbereich so groß ist, dass wir da einen eigenen Garten reinbauen können. So einen kleinen. Muss jetzt nicht ein Riesenfeld werden, ja. Also versteht mich da bitte nicht falsch. Es muss kein Riesenfeld werden, es muss ein Garten sein, ja. Damit man halt von, was weiß ich, 1000 Maispflanzen, die im Spiel hier vorhanden sind, mal so 3, 4 immer wieder hat, die man ernten kann, dass, wenn es dann doch mal ganz knapp werden sollte, weil man halt wirklich nichts mehr findet, ja, oder hier so viele Spieler unterwegs sind, dass die, dass du maistechnisch eh nichts rausbekommst, dass wir dann in der Lage sind, wenigstens ein bisschen, ein kleines bisschen, was zu farmen. Ey, unser Haus ist voll echt mega geworden. Ist das unser Haus? Ich denke schon, das schaut aus wie unser Haus. Es ging jetzt aber schnell, hier reinzukommen. So, und hier, wie gesagt, hier kommt eine Wand runter, rings ums Haus nochmal. Die Fenster sind dann relativ nutzlos. Und das, was ich gerade gemacht habe, es war auch relativ nutzlos. Okay, wir gehen jetzt erstmal rein und bringen mal die wertvollen Sachen weg. So, Türe. Auf. Ihr seht schon, Schlüssel haben wir halt dabei. Das ist halt weniger sicher, ne? Also, das werde ich auf jeden Fall ändern, dass alle Türen hier drin, zumindest die inneren, und Schlüsseltüren, die wir halt oft benutzen müssen, dass die mit einem PIN gesichert sind. Dass wir auch, wenn wir schlafen zum Beispiel, jetzt nicht Angst haben müssen, dass uns irgendjemand nachts um die Ecke bringt. Das wäre extrem angenehm, wenn das funktionieren würde. So, okay, Steine haben wir, das Zeug brauchen wir auf jeden Fall noch. Jetzt brauchen wir unbedingt eine zweite Kiste, glaube ich. Kiste, 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 Kiste. So, herstellen. So, der Ofen ist aus, weil hier kein Holz mehr drin ist. Okay, dann geben wir nochmal 1000er nach und nehmen uns davon was raus. Und das muss dann gleich rein, weil ich keinen Platz hier habe. So, und lassen den wieder weiter bollern. Ein 1000er davon brauchen wir noch, um das nämlich aufzufüllen. Nicht, dass es zu viel wird. So. Holzkiste? Ach so, die Holzkiste, ja. Okay, dann kann das jetzt hier wieder rein. Dann können wir die Holzkiste nehmen. Mit der Holzkiste können wir hier jetzt zweite Kiste reinstellen, damit wir hier nochmal ein bisschen mehr Lagermöglichkeiten für eben beispielsweise, brauchen wir jetzt gar nicht. Okay, na gut. Ah doch, brauchen wir schon. Für die Teile hier. So, jetzt haben wir hier auch ein bisschen mehr Metallsplitter. Können wir denn jetzt eigentlich so eine Repair-Bench bauen? Ja. Okay, die wird auch hier oben stehen. Hier oben wird so unser komplettes Bau-, Bastel- und Verarbeitungseck werden. Die werden wir aber hier reinstellen. Können wir nämlich währenddessen auch noch, zumindest im Augenblick, nochmal rausschauen. Dauert auch nicht so lange.
Forschungstisch 1000 Metallsplitter, das ist noch eine Sache, denn wenn wir auch herstellen, einen neuen Schlafsack, den wollen wir nämlich weiter oben platzieren. Werden wir auch gleich mal dann gucken. Hier ist gefährlich, weil hier sind Steine, da kann sich jemand gut anpirschen. Müssen wir auch mal gucken, wie wir das dann noch am dürfsten machen. So, unser Schlafsack ist auf jeden Fall in der Ebene hier irgendwo. Weil den werden wir hier unten irgendwie hinsetzen, damit wir da sicher sind. Hier geht es auf den Balkon raus. Da müssen wir auch noch ein Schild hinmachen. Damit wir die Räume uns wenigstens so abklappern können. Lassen das jetzt mal offen, wir haben ja Platz gerade. So, wie schaut es da aus? Gut, okay. So, Repair Bench. Bisschen mehr nach rechts, damit es an der Tür dran ist vielleicht. Zu weit an der Tür. So, damit das nicht doof aussieht. So, Gegenstand zum Reparieren. 50 Holz. Ja, Gegenstand kann nicht repariert werden. Der da. 98 Holz. Na, machen wir doch mal. Haben wir wenigstens die Sachen einmal durch. Den machen wir auf jeden Fall. Brauchen wir 18 Metallsplitter dafür. Wir lassen den mal liegen. Geht das? Ja. 18 Metallsplitter sollten relativ zügig sein. Brauchen mega viel Holz für das Ding. Also da müssen wir auch gucken, dass wir vielleicht bessere Öfen mal bauen können. Gut, der Schlafsack sollte jetzt auch fertig sein. Dann machen wir den jetzt als nächstes. So, der kommt hier erstmal hin. Einfach nur zur Sicherheit. Warum kann ich den jetzt hier nicht legen? Hier geht er. Na gut, bleibt er hier oben halt. Ist wie gesagt nur zur Sicherheit. Einfach damit hier, falls wir umgebracht werden sollten, weil halt die Leute denken, unten steht alles von uns, dann haben wir vielleicht noch eine Möglichkeit, zu Hause zu spawnen, ohne hier 100 Jahre in die hier reinzulaufen. 12 Metallsplitter haben wir jetzt schon. Gut, okay, das lassen wir jetzt mal laufen, weil die Spitzhacke, die brauchen wir gerade im Augenblick nicht. Das lassen wir auch offen, weil wir bauen ja gerade. Wir haben zum Glück hier draußen schon unser Schleusensystem gebaut, das heißt, wir gehen hier rein. Gehen hier zu. Ach so, warte mal. Nein, passt schon. Gehen jetzt hier raus. Und hier will ich auf jeden Fall, dass wir mehr Sicherheit haben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir hier wirklich auch so zubauen können, wie ich mir das gedacht habe. Das werden wir jetzt gleich sehen. Okay. Können wir hier so runterbauen? Nee, können wir nicht. Also wir brauchen auf jeden Fall das Fundament. Hier funktioniert's, hier aber nicht. Mal gucken, können wir das vielleicht noch zwei weitermachen? Ich weiß nicht, wie lange wir bauen müssten, damit wir das Fundament dann hinklatschen können. Das wäre aber auch so ein Bereich, für den Außenbereich wäre das zum Beispiel ganz interessant. Hier hinten auf jeden Fall zwei... Nein! Bauhammer, 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 wo bist du? Da. Okay. So. Und ihr seht schon, wie wir hier die Rohstoffe wegdonnern. Da haben wir auch noch ein bisschen Platz. So, das ist nämlich jetzt unser Sicherheitsbereich. Hier geht's leider auch nicht. Wir versuchen das jetzt mal ein bisschen weiter zu spinnen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Aber hier kommen wir nicht weiter. Das ist echt total blöd. Da kommen wir nicht rein. Nein, das ist wieder falsch. Wie gesagt, wir probieren jetzt mal gerade was. Das ist jetzt eben nur testweise. Hier, das ist nämlich auch super gefährlich. Über diesen Stein könnte man auch zum Beispiel in den Bereich dann reinhüpfen. Gucken mal, kann man das hier machen? Okay, also das ist auf jeden Fall nichts jetzt so. Ich weiß, wir verbraten gerade Rohstoffe in rauen Mengen. Ich wollte bloß sehen, ob wir das anders irgendwie hinbekommen. Geht aber in dem Fall nicht.
So. Gut, okay, den Bereich. Jetzt bin ich gerade ein bisschen erschrocken, ehrlich gesagt. So. Gott, okay. Dann müssen wir uns hier was überlegen. Aber was jetzt auch gar nicht so schlimm ist, das werden wir vielleicht anders lösen können. Wir gucken mal. So. Also hier kommt auf jeden Fall jetzt noch eine neue Tür ran. Auch wieder als Schleuse gedacht. So, in welche Richtung öffnet sich die? Das ist nämlich immer ganz wichtig. Okay, dann müssen wir die auf jeden Fall drehen. Die will ich nach außen geöffnet haben. Ist das auch die richtige Richtung? Nee, das ist die falsche Richtung. Das muss tatsächlich so sein, dass die so... Die können wir auch nicht mehr drehen. Naja, gut, ist egal. So. Gucken wir mal. Block könnten wir hier vielleicht sogar setzen. Wenn wir nämlich hier einen Block setzen, könnten wir vielleicht den Bereich sogar wirklich befestigen. Ich weiß aber nicht, ob wir den Block dann... müssen wir mal schauen. Müssen wir echt mal jetzt gucken. Hier können wir den leider nicht anbauen. Wir können ihn nur so bauen und dann geht der hier nämlich zu. Das wäre dann wirklich nur so ein Eingangsbereich. Ich will aber nichts direkt am Haus haben. Vor allem das Blöde ist, wir können jetzt hier den Verteidigungswall nicht mehr zubauen. Aber bis hierhin funktioniert es zumindest schon mal. Und da können wir nämlich auch hier die Stabilität nach oben erhöhen. So. Und hier hinten wollte ich eigentlich den Außenbereich haben, weil hier haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, das am größten zu ziehen. Das heißt, wir werden hier auch eine kleine Treppe nach unten bauen, beziehungsweise, ich weiß es noch nicht, wie wir das machen, aber wir werden das uns jetzt überlegen. Also, pass auf, wir müssen das auf jeden Fall gerahmt haben von Foundations. So, und zwar... Can't afford. Okay, wir haben also kein Holz mehr, alles klar. Dann gehen wir mal schnell Holz organisieren. Auch hier, wie gesagt, der Außenbereich, wir machen das zum großen Teile zu. Nicht komplett, aber zum großen Teile. Vielleicht machen wir auch Trick 17 und bauen uns hier wirklich so eine Art Gewächshaus. Das weiß ich noch nicht. Also jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwo noch Restholz haben. Hier haben wir noch Metallsplitter, die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Auch nichts. Da Steine könnte man vielleicht noch brauchen. Jetzt für den Bau auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, das aber seht ihr, liebe Freunde, in der nächsten Folge. Und dann bin ich gespannt. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, lasst euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Tschüss.